Was geht ab, YouTube? Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Freunde, aktuell sind wir ein bisschen zwiegespalten, was das ganze Ding mit dem Admin angeht. Was dann auch auf uns zukommen wird und was nicht, keine Ahnung. Ich muss hier echt mal angreifen, was die ganzen Bambus angeht. Das ist echt, also ein bisschen Bambus kann man ja stehen lassen. Den hier zum Beispiel schaut gar nicht so schlecht aus. Aber, es ist, Haufen Arbeit. Aber darum wird sich auch noch gekümmert. Okay, Freunde, ich möchte euch mal ein kleines Geheimnis zeigen. Bevor das hier mit dem Admin irgendwie schief geht oder ja, wir hier bestraft werden, wollte ich euch das nochmal zeigen. Da werden wir jetzt mal geschwind hingehen. Und zwar, meine lieben Freunde, befindet sich das Geheimnis hier irgendwo hinter mir. Jetzt werdet ihr sagen, hä, hier ist doch gar nichts. Ja, das ist fast richtig. Fast richtig. Aber ich werde euch jetzt nicht den genauen Eingang zeigen, sondern einfach nur, wenn wir gleich drin sind. So, meine Freunde, da sind wir. Und zwar habe ich noch eine geheime Creeper Farm. In der Creeper Farm ist tatsächlich auch noch einiges drin. Also hier ist noch ein bisschen Schwarzpulver, hier ist noch ein bisschen Schwarzpulver. Ich habe jetzt aktuell nichts geholt. Das ist ja eine automatische, wenn ich quasi AFK in einer gewissen Höhe stehe. Also dieselbe, wie ich damals quasi gebaut hatte bei uns an der Insel. Nur, dass diese jetzt komplett versteckt ist und unter der Erde ist. Und ja, ich würde auch mal sagen, hier ist auch schon einiges an TNT. Wir haben hier 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 17 Stacks TNT. Also ich könnte ja auch locker, also die Kiste, die ruckzuck komplett voll. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, für den Fall, wie sich das auf der ganzen YouTuber-Insel so weiterentwickelt. Falls es wieder Leute gibt, die ja, sich nicht dran halten oder sonst irgendwas, keine Ahnung, habe ich mir überlegt, werde ich einfach, auch wenn das Portal selber nicht zerstörbar ist, habe ich mir gedacht, jage ich den ganzen Laden da unten einfach komplett in die Luft. Alles. Also, falls das jetzt nicht funktioniert hat, was Essio und ich haben, dann werde ich einfach quasi die komplette Anlage da unten in die Luft jagen und werde dann, ja, ich denke mal, das Portal einfach komplett zubauen, irgendwie mit zig Schichten Obsidian und so. Ich denke mal, dann werden die Leute auch keinen Bock mehr haben, einfach dahin zu gehen, weil das Portal kann man leider nicht abbauen. Das Portal kann man, glaube ich, nicht zerstören. Ich kann das dann mal probieren mit den ganzen TNT. Wie gesagt, wenn es nicht reicht, bleibe ich hier ein bisschen stehen in einer gewissen Höhe und dann ist es definitiv Geschichte. Und dann tue ich den kompletten Tunnel unten einfach alles komplett ausfüllen mit TNT und dann hat sich die Sache erledigt. Also wirklich, ja, komplett erledigt. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ich möchte nämlich, ich zeige euch aber erstmal nicht, wo es lang geht. Wir gucken mal kurz zurück nochmal nach Paulberger Hills und so, weil ich habe mir überlegt, ich möchte wieder alles aufbauen. Also nicht nur mein Platz, sondern Paulberger Hills, alles drum und dran, dass es wieder gut ausschaut, dass die Leute wieder Bock haben. Ich will einfach nicht, dass es endet wie auf der YouTuber-Insel 1. So, meine lieben Freunde, ja, hier ist ja inzwischen auch schon einiges kaputt. Oh, ein Crimex, seine Villa ist tatsächlich ja sogar schon wieder repariert. Für fünf Lauschi, du hast einen Brief im Briefkasten. Okay, Max, seine Menschen ist ja tatsächlich sogar schon wieder repariert. Finski habe ich tatsächlich auch schon einige Zeit nicht mehr gesehen. Okay, hier ist auch noch irgendwas kaputt. Freunde, ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Und zwar, sollen wir die Insel wieder reparieren? Meint ihr, das Ganze macht noch Sinn? Oder sagt ihr, nee, das Thema mit Insel ist quasi vorbei. Das bringt nichts mehr. Macht keinen Sinn mehr. Ja, was sagt ihr da so? Gambus neues Haus. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so die Frage. Sagt ihr, das macht noch Sinn alles oder das macht eben keinen Sinn mehr? Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Ja, aktuell sind ja einige aktiv, einige nicht so aktiv. Alter, dieser Alpha Tower, ne? Deswegen, ja, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Bei mir möchte ich auf jeden Fall noch komplett klar Shift machen, dass es einfach alles wieder gut ausschaut.
Wo ist eigentlich die Candy Check Bau GmbH? Ich meine, hier tut sich ja tatsächlich auch nicht mal wirklich was. Auch sehr, sehr schade. Wir können mal gucken. Wir haben ja hier einen direkten Weg zu Candies. Hallo? Was geht denn hier ab? Hä? Hier stand noch mal Candys Haus. Ist nur noch der Pool übrig. Was ist hier los? Naja, keine Ahnung. Freunde, hier ist alles wild. Ich weiß nicht. Es wäre geil, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen ein auf Craft Attack aufziehen könnten, damit es alles so richtig groß und richtig geil wird und mal richtig krasse Sachen baut. Das wäre mal echt cool. Das ist auf jeden Fall ein schönes Häuschen. Naja, Freunde, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ach ja, Freunde, schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet, was auf der YouTuber-Insel jetzt noch passieren soll. Soll sie aufgebaut werden? Sollen wir es einfach komplett sein lassen? Egal was. Wir müssen auch noch gucken, was auf uns zukommt wegen dem Admin, weil, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Aber, Freunde, wir werden sehen. Wir werden sehen. Es ist schwierig zu sagen, was auf uns zukommt, was nicht auf uns zukommt. Und ja. Okay, Freunde, ich würde mal schätzen, das wird es dann mit dem Video gewesen sein für heute. Und ja, wir schauen mal, was die Tage noch auf uns zukommen wird. Was ist denn? Wo bin ich hier? Hallo? 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 Aua! Hey! So, du weißt wahrscheinlich genau, warum du hier bist, oder? Ich kann es mir zumindest denken. Ja, und zwar, also das war jetzt auch nicht schwer herauszufinden, aber ihr habt was Unerlaubtes gemacht, du und Sue. Und ja, ich würde mal sagen, dafür habt ihr auf jeden Fall eine Strafe verdient. Ja, aber und du musst mal sehen, warum wir das gemacht haben. Wie, warum? Ihr habt das End betreten und mir ist das jetzt echt ein bisschen viel. Ich habe die ganze Zeit schon Leute dafür gebannt und trotzdem haben es immer wieder neue Leute gemacht und jetzt habt ihr es gemacht. Also von euch beiden hätte ich das, glaube ich, gar nicht erwartet. Ja, also genau. Ihr wisst ja auch die Regeln, ihr seid von Anfang an dabei, ihr habt sogar die Regeln mitgemacht und ihr wisst eigentlich, dass das komplett nicht erlaubt ist. Und ja, deswegen, ja, keine richtig, Ahnung, bin ich ein bisschen enttäuscht. Genau deswegen haben wir es ja gemacht, weil so viele Leute die ganze Zeit ins End reingehen, sich Elytren holen. Die Leute fliegen inzwischen auf der Insel rum und wir haben ja nichts genommen, sondern wir haben nur quasi, wenn es einer betritt, dass er stirbt, dass keiner mehr reingehen kann. Wie meinst du das? Also, ihr seid ins End gegangen und das ist der Regelverstoß. Dass Leute mit Elytren rumfliegen, das ist relativ. Da bin ich auch schon dabei, irgendwie Leute ausfindig zu machen. Ich weiß jetzt zum Beispiel unter anderem, dass End eine hat. Das ist irgendwie damals an mir vorbeigegangen und falls du irgendwas weißt in diese Richtung, also wer noch eine Elytra hat, dann sag einfach Bescheid, weil das wäre auf jeden Fall wichtig herauszufinden, weil die Elytren sind wie gesagt unerlaubte Items, die dann geholt wurden durch einen unerlaubten Weg und ja, wie gesagt, ihr seid auch ins End gegangen und das ist auch unerlaubt, deswegen, da muss ich auch durchgreifen. Ja. Und wieso habt ihr das genau gemacht? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, wir haben das gemacht. Wir haben quasi, wenn du ins End reingehst, haben wir alles unter Lava gesetzt und einen kompletten Kasten außenrum gebaut, dass wenn die Leute unerlaubt das End betreten, damit sie draufgehen dabei, weil eben keiner mehr rein soll, weil es trotzdem immer wieder Leute machen. Also, aber ihr habt ja trotzdem das End betreten, oder nicht? Und das ist sehr unerlaubt. Ja, in der Hinsicht schon, aber wie gesagt, nur dafür, damit andere Leute nicht mehr reingehen. Wir haben auch nichts mitgenommen, nicht einen Block. Ja, nicht einen Block. Also keine Lytra oder irgendwas anderes mitgenommen? Nein, gar nichts. Aber wieso kommt ihr denn nicht auf mich zu oder sowas? Wir hätten das doch besprechen können und dann hätten wir das gemeinsam machen können. Dann wärt ihr mit meiner Erlaubnis oder ich hätte das sogar gemacht, dass keiner mehr ins End kann. Deswegen, wieso habt ihr das denn auf eigene Faust gemacht, ohne irgendwas abzuklären? Weil das ja dann doch ein ganz klarer Regelverstoß. Ja, egal, ob die jetzt was Gutes gemacht hat oder nicht. Weil die Leute das doch die ganze Zeit machen. Das hat absolut Überhand genommen. Und deswegen haben Sie und ich gesagt, wir gehen da rein und wir regeln das, dass da einfach niemand mehr rein kann. Dass es nicht mehr geht. Dass da niemand mehr rein kann.
Aber selbst musstet ihr dafür auch reingehen, oder nicht? Ich hatte sogar Natürlich, gesehen, ja. ihr wart zweimal drin. Also nicht nur einmal, sogar zweimal. Ja, weil die Zuschauer uns darauf hingewiesen haben, wir haben erst die Plattform quasi den Boden weggebaut, einfach nur. Dann haben die Zuschauer gesagt, es geht nicht, das spawnt immer wieder neu und dann haben wir quasi eine Falle hingebaut. Okay. Aber es ist wie gesagt ein Regelverstoß und irgendwas musst du auf jeden Fall folgen. Ich weiß jetzt zwar nicht was, aber ich muss mir auch mal was überlegen, deswegen lass mir ein bisschen Bedenkzeit. Ja. Und dann werde ich auf jeden Fall irgendwas für euch finden. Weil ich sehe zwar, dass ihr was Gutes tun wolltet, aber erstens war es ohne meine Absprache. Das heißt, ihr habt trotzdem so gesagt gegen die Regel verstoßen. Ihr hättet einfach auf mich zukommen können. Und das Zweite ist halt einfach, ihr habt halt wirklich einfach das End betreten. Klar, es war was Gutes, aber ihr habt es trotzdem betreten. Und das ist halt ohne Absprache schon ein Regelverstoß. Ja. Und ich weiß noch nicht, was das wird für eine Strafe. Aber es könnte natürlich auch ein Bann werden. Also da überlege ich mir noch was. Und dann werde ich auf jeden Fall so ein paar Tage Bedenkzeit haben. Und dann. Ja, dann würde ich da so gesagt Bescheid geben, sobald ich mich für irgendwas entschieden habe. Ja, okay, verstehe ich. Oh, wäre schon weg. Ah, Freunde, ich würde mal sagen, das war's. Jetzt hocken wir hier erstmal in dem was ist das? Bedrock-Gefängnis und kommen hier nicht raus. Naja, Freunde, wir werden gucken, was die Tage auf uns zukommt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.